Ich würde erstmal empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, welche Kompetenzen sollen die Studierenden erwerben und welche davon erwerben sie am besten in der Präsenz. Nämlich dann, wenn sie nicht alleine sind, wenn sie zusammen sind, wenn sie sich gemeinsam gegenseitig helfen können, wenn sie gemeinsam arbeiten können, wenn sie Feedback und Unterstützung brauchen, weil der die Lehrende auch vor Ort ist. Also welche dieser Kompetenzen sind denn am besten in der Präsenz zu erwerben? Und was können die Studierenden zu Hause vorbereiten, um gleich auf einem höheren Niveau gemeinsam in der Präsenz ins Arbeiten zu kommen? Also unvorbereitete Präsenz ist ineffektive Präsenz. Und ja, deswegen ist die Frage, man geht sozusagen von hinten vor, man überlegt sich, was mache ich in der Präsenz mit den Studierenden und was müssen sie vorbereitet haben, um dann in der Präsenz gleich gemeinsam ins Arbeiten zu kommen. Weiterer Tipp, den ich geben würde, wäre, nicht gleich von Anfang an alle Lehrveranstaltungen umstellen, die man hat, sondern erstmal mit einer beginnen oder mit einem Teil einer Lehrveranstaltung. Denn der Umstieg auf Inverted Classroom ist, das zeigt auch die Literatur, in vielen Fällen aufwendig. Das heißt, man muss also Zeit investieren, man muss die Präsenz gut planen, man muss überlegen, was mache ich da, man muss die Vorbereitung planen, man muss Vorbereitungsmaterialien bereitstellen. Das Ganze muss gut aufeinander bezogen sein. Also da muss man einiges an Hirnschmalz reinstecken, dass das am Ende auch gut funktioniert und man darf sich damit nicht überlasten. Das heißt, ich würde nicht gleich alle Veranstaltungen auf Inverted Classroom umstellen, weil das wird schief gehen, wenn man nicht entsprechendes Zeitkontingent hat, auch um tatsächlich alle Veranstaltungen parallel immer so gut vorzubereiten.